Weißt du noch, als wir am Meer waren, Baby? Wie lange ist es schon her, als du meintest, du willst immer bei mir bleiben? Und das Meersalz hat so geglitzert auf der Brauen und noch mehr als unsere beiden Augen, weil das Leben zu uns fair war. Wir haben gefickt, der Himmel war so sternklar. Ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft mit dir rumzuschweben, Mann, der Absturz war so schmerzhaft. Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen. Guck mir zu, ich füll ab heute alleine meine Brieftasche. Aber was schreibe ich bloß, frag ich mich. Diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich. Alle unsere Wünsche haben wir zerstört. Steige wieder in den Turbus und ich riech an deinem Shirt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteig. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist. Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist. Ich häng besoffen ab in irgendwelchem Bad und ich merke, dass ich ohne dich allein bin. Augenringe spiegeln sich in meinem Glas. Ich hab dich gehen lassen wie ein Feigling. Und ich warte auf ein Signal, nur noch ein letztes Mal. Kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Und ich warte auf ein Signal nur noch ein letztes Mal, doch das ändert nichts. Denn mir ist klar, es wird nie mehr wie es war. Es ist nachts, ich bin wach und ich denk an dich. Wie kann man jemand so krass vermissen? Scheiße, das war echt gut. Schon gut, ja. Ja. Marc, wie fandest du es? Ich fand's von allen Durchgängen, die wir bis jetzt gemacht haben, hatte das die beste Spannung und die beste Stimmung. Und ich fand's richtig gut. Vielen Dank. Ja. Geiler Song, aber auch nicht ganz so einfach, oder? Nee, ich fand es echt stimmig. Es war nie so, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, das float nicht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass halt diese oberen Stellen, wo du immer höher warst, und das hat, ich fand es einfach manchmal ein bisschen squeaky. Aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Es war, ist mir nur aufgefallen. Ich finde dieses squeakige, quietschige, das finde ich sehr gut bei dir. Also ich finde, das macht deine Stimme einzigartig. Ich glaube nur, es passt nicht zu diesem Song. Es ist eher so punkrockig oder so. Ich glaube, auch Rap steht dir nicht so richtig. Also du musst irgendwie die richtige Musikrichtung für deine Stimme finden. Und bei dir mag ich den Rap einfach sehr gerne. Farman, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich mich für dich entscheiden. Farman. Okay. Ray, was kannst du sagen zu diesem Battle? Ich liebe das Lied, deswegen habe ich mich gefreut, das zu hören. Entscheiden wer, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich muss schon den Rap mit dem Gesang zusammen haben. Und ich fand, bei Dalia tatsächlich war es 50-50, dein Gesang ist super, dein Rap auch super, halt, und bei Farman Rap super stark und der Gesang ist gut. Irgendwie so, ja, es ist nicht meine Entscheidung, ich muss es auch nicht entscheiden. Deswegen gebe ich zurück um Marc. Marc. Ich habe bei den Blinds schon gemerkt, dass ihr beide natürlich rappen könnt, aber auch singen könnt und singen wollt. Deswegen haben wir diesen Song ausgesucht. Und die Schwierigkeit war das Gefühl. Und das hat ganz viel mit sich öffnen zu tun. Farman, du bist natürlich gesanglich nicht so versiert wie Dalia. Aber war es in den Rap-Parts für mich irgendwie immer präsenter. Und in den Gesangsparts auch vielleicht nicht der große Sportsänger, aber zumindest immer nah an deinem Gefühl. Und das ist die Basis meiner Entscheidung. Bist du schon soweit? Ich glaube, ja. In die Sing-Offs kommt das Talent des
das ein bisschen mehr von sich gezeigt hat während dieses Auftritts. Und das ist Farman. Farman hat das Battle für sich entschieden. Herzlich willkommen in Sing-Off. So, und Dahlia, für dich gibt es jetzt eventuell eine zweite Chance, den Steel-Deal. Glaubt ihr, es gibt einen Steel-Deal? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte es mir bei Sido eventuell vorstellen, aber ich glaube auch nicht sicher. Der Countdown läuft ab jetzt. Alice, stay with me. Oh, der Blick. Leider nein. Schade. Leider, ja. Sehr, sehr, sehr schade. Schade.